Die Pochers suchen den Reality Star. Hallo. Hi. Hallo. Hier in der Regie sind jetzt der Christian. Hallo. Und die Evelyn. Ja, wir sind wir kommen auch gleich nochmal rein. Wir wollten nur von hier, können wir dich auf der Kamera beobachten. Und dann ist für uns ganz gut, dass wir da schon mal einen Eindruck bekommen von dir. Hörst du uns? Ach so, ja. Ja, ja, ja. Sorry. Hallo. Hallo. Hallo Nils. Ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ja, fange ich einfach mal an. Also ich bin der Nils, bin 22 Jahre alt, komme aus Köln. In meiner Freizeit gehe ich gerne Fußball spielen, das Ganze jetzt seit 16 Jahren. Du redest ein bisschen wie Lukas Podolski, kann das sein? Ich fühle mich so wie er auf dem Platz, aber dass ich so rede, ist mir neu. So ein bisschen. Aber danke dafür. Hallo Beho. Hallo. Bist du aufgeregt? Etwas, ja, auf jeden Fall. Ah, musste nicht sein. Ist dein erstes Casting? Erstes, genau. Alles wow. Klar. Machst du eigentlich auch Sport? Ja. Ich auch. Das ist ein Adler auf deinem Arm? Ein Adler, genau. Und ein Löwe. Und ein Löwe. Was haben die beiden Tiere miteinander gemeinsam? Adler steht halt für die Freiheit. Ja. Und Löwe halt ist halt meine Charakterzüge. Bist du vom Sternzeichen auch Löwe? Nein. Was bedeuten denn die Tattoos auf deinen Schienbein? Das ist Papa und das ist meine Mama. Also diese Geburtsjahresdaten, wie heißt das? Ich weiß nicht. Genau, Geburtsjahresdaten heißen ja. Die. Aber hast du viele Tattoos? Nee, da war ich besoffen. Das bereue ich ein bisschen. Das ist Partner-Tattoo mit Mama, aber das kommt auch weg. Das mache ich so, weil jeder sagt zu mir, hast du ein Kölner Dom tätowiert. Ja, was ist es? Ja, das sollte eigentlich schon Herzschlag sein. Das hat gar nicht funktioniert. Beim Feiern gehen spreche ich grundsätzlich niemanden an, weil das, was die Frauen da zu hören bekommen, dann hören die 20 Mal am Tag. Was machst du so in deiner Freizeit? Mir gefällt deine unglaublichen schönen blauen Augen, muss ich tatsächlich sagen. Ich würde mich gerne erstmal vorstellen, bevor wir zu Liebe kommen. Nimm dir doch mal irgendein Produkt davon. Was gibt's denn hier so krasses? Das Gelbe. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Was ist denn das? Achso. Boah, der Verläppsche. Der Verläppsche. Die Bürste. Und dann versuch den mal jetzt mit einer Story zu bewerben. Mit Swipe Up und einen coolen Code brauchen wir von dir. Überleg dir irgendeinen Code. Einfach ganz frei sprechen jetzt, ja? Das ja, ganz so wie Sinn. Du in deinen Worten, wie du das Produkt den Leuten schmackhaft machen genau. Würdest. Aber so das, was die auch glauben, dass du richtig Bock drauf hast. Also, mir hat diese Firma heute diesen Haarreif zugeschickt mit diesen ganz vielen Strasssteinen. Mit dem Code MINA15 bekommt ihr das auch ganz easy und in 5 Werktagen kriegt ihr das. Das ist ein Hingucker auf jedem Foto für jede Party. Kann man das anziehen? Du bist einfach ein Blickfang. Einfach, wenn ihr den haben wollt, swipet einfach hoch. Das Schlimme ist, genau so machen es alle. 15 kriegt ihr diesen schönen Haarreifen. Ciao! Auch noch super. Mit diesem debilen Grinsen, das hat mir sehr gut gefallen. Der steht dir aber auch wirklich gut. Ich würde sehr gerne mit dir tanzen. Haben wir denn auch ein bisschen Musik zum Tanzen? Ja. Okay. Das ist alles nur in deinem Kopf. Das ist alles nur in deinem Kopf. Das ist alles, übrigens, wenn man meinen Mund sieht, ist eigentlich der Song anders. Das ist alles nur in meinem Kopf. Alles gut. Da siehst du, ich habe niemand, der für Humor steht. Also ich glaube, dass die Musik nicht so ganz zu dem Outfit stimmt. Ich will nicht sagen, aber du fasst mir ganz schön den Nacken. Ich kann auch gerne hier hinfassen, wenn das besser ist. Nein, Spaß. Ja, so ist besser. So ist besser? Ja. Dann knuddeln wir doch einfach mal ein bisschen. Ja, knuddeln einfach. Ja, immer ein bisschen knuddeln ist du besser, glaube ich. Du bist eine richtige Granate. Ja, aber ich bin eine richtige... Was bist du? Ich bin anders. Inwiefern anders? Anders ist eigentlich immer gut. Ja, aber viele finden mich künstlich. Ach Gott, ich lerne dich einfach kennen, dann sehen wir, wo es hinführt mit uns beiden, würde ich sagen. Ich habe mich jetzt schon in dich verliebt. Ich muss sagen, ich habe auch leichte Gefühle entwickelt in den kurzen 5 Minuten. Ist es in Ordnung, wenn ich mit dir jetzt Geschlechtsverkehr habe hier auf Love Island? Ganz ehrlich, du gefällst mir, ich gefall dir. Warum nicht? Das ist alles. Jetzt herrlich. Ja, herrlich, dich zu sehen. Das hast du gut gemacht. Dankeschön. Ganz ehrlich, die hat mich richtig angemacht. Da ist mir einer weggegangen.